Hätten Sie aber, Sie haben gesagt, die Strompreise waren so niedrig und viele haben ja auch nicht, und es war ja tatsächlich so, dass, wie viele sagen, die günstigen Energie, vor allem Gaspreise, unseren Wohlstand der letzten 10, 15 Jahre, wenn man so will, finanziert haben. Hätten Sie damit gerechnet, dass Russland das Gas abdreht? Ja gut, Russland dreht nicht das Gas ab, sondern vor Wochen hieß es ja noch, wir müssen in Kauf nehmen, dass wir etwas leiden müssen, weil das ist der Preis für den Krieg und die Solidarität mit der Ukraine. Wir dürfen den Russen kein Gas und kein Öl mehr abkaufen, weil wir dürfen den bösen Putin nicht unterstützen. Das hieß es die letzten Wochen. Jetzt ist plötzlich alles wieder anders. Und jetzt ist es plötzlich das böse Russland, was uns kein Gas mehr verkauft. Aber vergessen wir nicht, dass die erste Maßnahme war, dass man Russland aus dem internationalen Zahlungssystem ausgeschlossen hat. Und damit konnten wir ja gar nicht mehr in Euro unsere Gasrechnung bezahlen. Das war also, wir haben das so beschlossen und unsere Politiker und die Medien haben gesagt, Mai, das ist eben der Preis, wir müssen den Gürtel enger schnallen, es wird halt auch kälter werden, aber wir müssen uns solidarisch zeigen mit der Ukraine. Die Lernkurve ist einfach die, wenn man Fehler macht, ist es okay, aber wenn man denselben Fehler öfters macht, dann ist man einfach dumm. Und aus meiner Perspektive ist einfach, wir haben auch in der Corona-Zeit gesehen und gelernt, dass uns ununterbrochen etwas anderes gesagt wird und dass wir ununterbrochen mit irgendwelchen neuen Nachrichten, die sich komplett widersprechen, irregeführt werden. Und genauso ist das jetzt auch. Wir können also nicht davon ausgehen, dass das, was wir lesen oder hören, wirklich stimmt, sondern es ist eine ununterbrochene Propagandaberieselung und man muss wirklich sich selber die Mühe machen, um sich zu studieren und zu schauen, was stimmt und was stimmt nicht. Im Unternehmen, wo können Sie sparen? Sie haben, glaube ich, 19.000 Hektar Wald. Ist da, was können Sie tun, wenn Sie sagen, wir müssen jetzt auch die Energiekosten für unser Unternehmen reduzieren, weil die so steigen? Also Gott sei Dank produzieren wir ja. Wir haben keine Brauerei mehr, wir haben kein produzierendes Gewerbe mehr. Aber natürlich, durch die teuren Energiepreise wird Deutschland nicht mehr produzieren können. Und das ist halt die späte Erfüllung des Morgenbauplans. Und das wollen ja die Grünen. Die Greta Thunberg und die Frau Neuberg sind ja diejenigen, die das auch propagieren. Die wollen ja nicht, dass die Leute Auto fahren. Die wollen ja eigentlich, das ist eigentlich der Erfüllung, Traum der Grünen, ist, dass Deutschland deindustrialisiert wird und dass wir praktisch, wir sollen daheim bleiben.